Lörrach in der Nähe von Ulm. Hier wohnt Erik seit 12 Jahren Soldat bei der Bundeswehr. 6 Jahre davon war er Teil einer spezialisierten Einheit mit 2 Einsätzen in Afghanistan. Ursprünglich kommt Erik aus dem Leistungssport. Es ist ihm wichtig, körperlich fit und gesund zu sein. Als die Corona-Impfung auf die Liste der duldungspflichtigen Impfungen kommt, entscheidet Erik sich dagegen, diesem Befehl Folge zu leisten und muss seitdem mit harten Sanktionen leben. Er bekommt nur noch 50% seines Gehalts, darf seine Uniform nicht mehr tragen und die militärischen Liegenschaften nur noch in medizinischen Notfällen betreten. Für mich ist halt der Körper mein Tempel. Es hört sich so doof an, aber es ist halt, was ich da reinpacke, das kommt halt auch wieder raus. Und wenn ich da halt irgendwas reinpacke, was tendenziell eher gefährlich ist, ja, dann habe ich vielleicht für den Rest meines Lebens was falsch gemacht.